Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, was zeigen wir euch heute? Heute zeigen wir euch einmal Frühstück und Mittagessen in Titanic Palace. Und zur Abwechslung hat einmal dieses Video unser kleiner junger Mann aufgenommen, also unser kleiner Sohn. Er wollte es unbedingt einmal machen und dann haben wir gedacht, okay, mach es einmal für uns. Also, wir sehen hier mal das Frühstück. Was gab es zum Frühstück? Eigentlich Frühstück war wie, kann sagen, in jedem Hotel ist eigentlich das Gleiche. Also man hat Cornflakes, man hat Eier, gekochte Eier, man hat Eierspeise, man hat also Omelette, man hat Spiegelei, man hat Toast, Wurst, Käse, vielartige Brote zur Verfügung, man hat Salate, man hat Obst, man hat Gemüse, Joghurt, Marmeladen, Honig und dergleichen. Also, was Sie sehen in diesem Video ist einmal so ein kleiner Gang durch das Buffet. Übrigens, das ist das Kleopatra. In Kleopatra darf man sich das Essen selber nehmen und in Antonio nicht. In Antonio wird man bedient. So. Und hier wollen wir euch eben einen kleinen kleinen Blick werfen, was Sie so zum Frühstück bzw. zum Mittagessen sehen. Und wenn Sie das Video bis zum Ende anschauen, haben wir auch diese Woche ein frisches Video bekommen, und zwar aus Luxor. Und ganz zum Schluss zeigen wir euch ein bisschen Luxor, so eine kleine Fahrt durch Luxor. Ist auch ganz schön interessant anzuschauen. Wie gesagt, das Video haben wir frisch bekommen von einem Bekannten von uns in Luxor. Und ich hoffe, es gefällt euch einmal, so einen kurzen Blick zu haben. Ich hoffe, es gefällt euch das Video. Nichtsdestotrotz, die Qualität ein bisschen nicht die gewohnte Qualität ist, aber man kann sich's wirklich anschauen. Ja, und jetzt genießt das Buffet vom Mittagessen, genießt das Buffet vom Frühstück und genießt dann ein bisschen die Fahrt durch Luxor. Wir wünschen euch gute Unterhaltung und wie immer, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare mit den Fragen. Wir beantworten sie euch gerne. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwelche Fragen, egal um was es geht, über Urlaub, über Ägypten, über Hotels und dergleichen, einfach in die Kommentare schreiben und wir beantworten sie gerne. Ich zeige euch ein bisschen, abonniert den Kanal für mehr Videos, dass ihr ja keine Videos verpasst, die Glocke aktivieren, ja, und einfach in diesem Kanal draufbleiben, und wir versuchen, so viel wie möglich euch am Laufenden zu halten mit unseren Videos, Informationen zu geben, wenn wir irgendwo auf Urlaub sind, sei es in München oder in Österreich oder in andere Länder, dass wir euch Informationen geben, wie das abgelaufen ist. So, ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Hunger, denn wenn ja, dann bekommt ihr noch mehr Hunger. Auch wenn ihr satt seid bei diesem Anblick, bekommt ihr Hunger. Viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns bis zum nächsten Video oder bald. Tschüss! Datteln aus den eigenen Dattelbäumen. So, wir gehen mal rüber. Hier haben wir Reis. Thank you.
bisschen warten. Dann gehen wir später rüber. So, wir gehen jetzt zu den Soßen. So schön, lecker. Die schmeckt wirklich sehr gut. So, hier werden die Nudelstationen. Hier werden Nudeln gemacht. So, hier haben wir Gemüse, Paprika, Zwiebel, Gurken, Cherry-Tomaten und so weiter und so fort. Hier haben wir Salate. Gibt. Weil die machen draußen jeden Tag entweder Grill oder Grill oder Grill. Aber verschiedene Sachen. Also es gibt immer Hühnchen, Ente gibt es, Rind gibt es. So, hier haben wir Hühnchen. Gemüse haben wir da, sortiertes Gemüse, Gemüseragout, und da ist immer für jeden was dabei. Nicht vergessen, abonniert den Kanal für mehr Videos. Lasst ein Like da, kommentiert, ob es euch gefällt oder nicht. So, Burger willst du? Schön, Papa. Ja, mach das. Mayonnaise? Da. Und noch eine Mayo. Ja. Ich nehme Beefburger. Mayo, cool. Ja, Papa. Nein, ich habe nicht so reden. Das ist hier, ne? Papa, was ist das? Ist das eine Torte aus Weißbestand? Nee, das ist Reis mit Sachen. Schokolade.
المرة اللي فات تشوفوا فين انا رحت فين يابا هنا فين انا مش هنا ماشي انزل الو يا دقيقة here in Luxor. It's night here now. Look. Local is here. Mm-hmm.
يا خلاص انت يا عم دقيقة يا عم ولا حد يتكلم فين البتاع اللي كنا شايفينها المرة اللي فاتت؟ شلوها والله بتهزر هي الحفلة خلصت؟ خلصت الحفلة؟ ايوه صوروا الجبل اللي هناك تلفوني ده طب يلا هالوقت يسي شاتسي يا عم يلا